war immer ein Highlight bei der Auslösung. Eine Mannschaft aus dem NSW, wie heißt das, neu nicht sozialistischen Wirtschaftsgebiet zu bekommen. Weil wenn du noch die Blüssi gefahren wärst, wärst du in der ersten Runde rausgeflogen. Mit Sicherheit. Laut den Zeitungen berichten und das alles, hast du das ja mitgekriegt, dann, dass die eben auf die BSG einen Hass hatten. Ne? Dass wir eben fast noch kapitalistische Länder gekriegt haben. Und das hat den eben total gestoppt. Auch total. Und der Oil hat ja schon mal so einen Bericht dann abgegeben und hat ja gesagt, ne, die haben immer geprägelt, wenn sie Gegner aus dem Ausland gekriegt haben. Mhm. Ne? Also kapitalistischen Ausland. Ah, kapitalistischen Ausland dann. Ja. Aber wir hatten das Glück, immer prominente Mannschaften zugelost zu bekommen. Was kannst du da zu eurem Trainer aus der Zeit sagen, zum Karl-Heinz Kluge? Ja. War das eher ein Motivator oder? Karl-Heinz Kluge war unser Trainer gewesen. Menschlich, sehr, sehr, sehr menschlich. Als würde ich jeden Spieler unterhalten. Da gab es ja kein Rumgemeckel oder sonst was. Hat mir jeden Spieler eingegangen, hat ihn erklärt. Also es war schon vom Menschlichen her, könnte sich Besseres haben, nicht Besseres, muss ich wirklich sagen. Sehr, sehr, sehr gut gewesen. Wirklich. Immer gut eingestellt, immer gut. Mhm. War schön, war schön. Und weil die große Freude Europapokal war, habt ihr dann Gedanken dran verschwenden können, zu sagen, okay, wir fahren mal zum Auswärtsspiel, das kriegen wir hin, oder war das komplett illusorisch? Das ja gut, das wusste dann jeder, dass das von uns nicht machbar war. Von vornherein ja, schon? Von vornherein, das machbar war. Ja. Also war keine Chance mitzufahren? Nein. Das waren nur die obersten Satter All, wo die hier in, war das Florenz oder Athen, da haben die bloß, da hat man gesagt, 15 oder 17 Mann zugelassen. Durfte nicht mal der Mannschaftsleiter mitfahren alles. Und wir sollten da Fans dann dahin kommen und das alles. Ne? Von der Reise nach Athen war ja von DDR-Bürger, weiß Gott nicht, selbstverständlich. Vielleicht kannst du da uns mal einen kleinen Einblick geben, wie lief das ab? Vielleicht vom Flug abgefangen? Organisation, genau, Unterkunft. Wie lief das? Das kann man ja heute erzählen. Wir haben damals für so eine Reise, haben wir so 100 Mark West gekriegt. Wenn die Flasche am Ende, musst du was kaufen, bist du mal 100 Mark West. Damit kann man dort einkaufen gehen. Wir sind immer drei Tage vorher geflogen, ins Hotel eingezogen, dort nochmal trainiert und dann ging das los. Das übliche, nochmal Training aus der Mannschaft eingestellt und das ging dann nicht ab. Im Hotel selber waren völlig geöffnetes Wir konnten bewegen, wo wir wollten. Weil wir hatten nicht, wie es immer wieder hieß, noch drei auf der Straße drin, ja, also vier Tisch beobachten oder was, das haben wir nicht gehabt. Das kostet bei uns überhaupt nicht meins. Ich glaube, was man so gehört hat, wir wissen es auch nicht selber, aber was Dresden war, die Clips, die hatten alles ein bisschen, war Beobachter gehabt. Ja. Wir konnten uns da frei bewegen, sind in die Stadt mal einkaufen gegangen, weil unsere Zeit gehabt, wie das ist, wie weiß es, der Mittagessen, der Frühstück, da hast du Freizeit gehabt. Auch mal auf der Abend? Nee, oder hat da der Trainer drauf geachtet? Nein, haben wir da erwartet. Wir wollten ja weiterkommen. Wir wollten ja was erreichen. Wir sind da drauf dudeln, das kannst du da machen. Professionell. Das kannst du da machen. Also bestand auch keine Fluchtgefahr irgendwie von den Mannschaftskollegen oder so. Wie kann man sich denn eine Spielvorbereitung vorstellen? Das heißt, wir denken jetzt nicht an YouTube-Videos, an irgendwelches Videomaterial. Wie habt ihr euch zum Beispiel auf eine Mannschaft wie Athen vorbereitet? Ja, wir hatten auch damals auch keine großen Filmberichte, wo wir uns angucken konnten. Mhm. Wir haben uns einfach als unsere Mannschaft, wir haben uns selber eingestellt, der Mittelfeld, der Abwehr, du hast das zu tun, du hast das zu tun. Und hatten für meine Begriffe immer das Glück, dass wir die erste Partie auswärts bestreiten konnten. Weil wir mit Jürgen im Tor und einer stabilen Abwehr immer erstmal schauen konnten, was kann der Gegner. Denn mit einer Spielbeobachtung, die der Karl-Heinz immer gemacht hat, ist über eine Mannschaft meiner Meinung nach relativ wenig auszusagen. Und da kann kommen, wer will. Wenn ihr seine Aufgaben habt, dann kann kommen, wer will. Also ihr habt euch in der ersten... Gerade Mannschaften, wo du bist jetzt ein Nationalspieler, ja. Sind zwei, drei, dann noch besser aufpassen soll, aber große Grenzen. Wir haben unser Spiel gemacht, unser Spiel. Das ist der Auswahlspieler gekannt, da gab es ja einige. Als du gewusst, das ist ein guter Fußballer, mhm. Haben auch das und das, Linksbein oder so. Das hast du gewusst und das ist stark eingestellt. Ganz einfach. Kannst du dir vorstellen, wie das im Umkehrschluss lief? Also du hattest gerade angesprochen, Zwicker, aber man sieht völlig unbekannt. Das kann ich mir nicht vorstellen. Dass die arrogant teilweise herkommen sind. Ich muss mir überlegen, es war ein kleines erstes Spiel, wo gegen Panathinaikos Athen.
Dann hatten sie gespielt in Patras, da war irgendwie Putsch, war 100 Kilometer von Athen entfernt. Da haben sie ein 0-0 gespielt. Aber wir hatten wirklich den Überraschungseffekt auch, dass wir auswärts immer relativ hinten gut standen und zu Hause immer noch mal eine Schippe drauflegen konnten. Dann 0-0 in Athen, gute Ausgangsposition. Mhm. Und dann irgendwo ja das erste große Heimspiel an der Halde. Genau. Ich sag mal, unsere Generation ist es, oder für unsere Generation ist es bestimmt unvorstellbar, 40.000, 50.000 an der Geilestraße zu sehen. Die Spiele waren, da war die Stadt alles gesperrt, reist zum Stadion zu. Das sind ja nur Zuschauer gelaufen, Menschen gelaufen. Wie erinnerst du dich an die Spiele? Waren das schon so die... Also sind das schon so die Erinnerungen, die man da hat an die Zeit, einfach weil das so legendär war, international gegen Leute zu spielen? Also das ging ja schon los, wo wir dann sagen wir, das Finale gewonnen hatten, das alles, da ging es ja schon los. Nehmen wir mal als Auslosung. Ha. Und wie kommst du dann an Karten wieder ran? Ha. Das war genau. Ich kenne noch die Geschichten so von meinem Vater, der mir dann erzählt hat, er musste Artikel tauschen, irgendwie Autoreifen oder so gegen Beitrittskarten. Das ist ein Karte-Fix, ja. Karte kann man auch wissen von euch. Das ist die 10 Tennis-Jahr. Sonderbeitrag oder Sozialitätszug. Kulturabgabe. Und sowas alles, ne? Und dann wurden die meisten. Ich war ja unter der Schule und der Lehrer hat dann bloß nachher gefragt, wer hat eine Karte? Alle, wenn wir wissen es ja. Ne? Da war schon so identifiziert in der 8., 9., 10. Klasse und alles, ich wusste nicht, ich war zum Fußball. Ne? Da hat er bloß gefragt, ja, ihr kennt den 12. und den 10. dann so in der Drehung an der Karte und dann schaut ihr erst wegen der Zwicke. Das war dann Ausnahmezustand. Der Sachsen hat ja auch nicht gearbeitet. Weil die Spiele mittags waren, ne? Ja, 13 Uhr. 15 Uhr angefangen! Ja, weil Jan ja kein Flutlicht. Und habt ihr nicht protestiert damals? Da sollen wir protestieren. Nee, protestiert hat der Sachsen rein. Ne, weil die an den Stadion gehen wollten. Und da hat der Vorsitzende, dann schlug der Schneider, war das dann gesagt hat, ne, der Betrieb steht still, wir wollen alle den Stadion aus. Ah. Ne, und wie die Zahlen 35.000, 40.000, das hält ja nicht hin. Ich hab's ja gesehen. Ne, das war ja von der Stadt angefangen, die ganze Blonde zur Straße, die kommen mit Leitern, Bierkisten und sonst was. Ich war meist schon auch 4-5 Stunden im Stadion draußen. Ich hatte meine Freunde gehabt, wir waren auf dem Hang oben, hatten ihr das Stecken gehabt und sowas alles, dann reingerannt, damit ihr nicht runterrutschen tut. Es war ja gegen Florenz, hat das so geschifft, dass sind eigentlich deinen Hang runtergerutscht. Ne? Die standen ja auch auf die Scheiße, so auf die Bäume überall. Ja. Ne? Das hat er nur gekracht, an allen Ecken. Ne? Die ganzen Gänge, die du hast, wie wir für Stunden dann sowas alles, das war ja voll. Die standen ja 3 und 4 rein drin, mit Kisten, Leitern, alles was es gab. Ne? Das war alles geil. Aber die ganze Stadt war auf Beinen, das will ich halt noch. Es gab nichts, was nicht Nigel und Nagelfest war, was sie da mitgenommen haben. Das Wichtigste ist eigentlich, kann man sich gar nicht vorstellen, machst in den Dimmi durch, oh, ich mach jetzt mal nein. Hab ich noch bitte Teil, wird keine Sau drin sein, wo sonst das? Das ist eigentlich, das war ich mir nicht vergessen. Und ich war oben auf dem Hang. Mit Stühlen am Rücken, die Beine abgeschnitten von Hang, kurzes Bein, langes Bein. Da gibt es ein Bild also von alles drum und dran. Das kann ich mir gar keiner vorstellen. Keiner vorstellen. Die Schulen, alles dazu. Keiner hat gearbeitet, alles hinter Haus. Ich würde zuerst erst mal interessieren, wie bist du denn eigentlich zum Zwickauer Fußball gekommen? Wie bist du denn Fan geworden? Also mein erstes Spiel, das war 1975. Da hat mir mein Vater praktisch die Eintrittskarte für das Europacup-Spiel mitgebracht. Und ja, die Europacup-Spiele 75, 76 waren die ersten Begegnungen mit dem Zwickauer Fußball. Da war ich 10 Jahre alt. Also konntet ihr damals in etwa abschätzen, was das für die Stadt oder das Umland bedeutet hat, wenn das kleine Zwickau plötzlich auf europäischer Ebene... Ja, es wurde darüber nur gesprochen, dann war immer das Thema. Fußball immer das Thema gewesen. Ja, da keiner wusste, das ist sogar mit Trabi, haben sie vielleicht gewusst, Trabi kennt sie, aber selbst die Mannschaftszüge, die hat keiner gekannt. Ich sagte, es war noch Züge, ja, ist denn das? Gegen die wir gespielt haben, gegen die Mannschaften, ja, ist denn das? Vom Handy haben wir 3-4 Leiden, dann machen wir nach Hause. In den EC-Spielen wart ihr nach Athen, dann in Florenz zu Gast. Konntest du als Funktionär von damals diese schöne Stadt Florenz einmal näher kennenlernen? Naja, es ist
nicht so einfach gesagt, weil wir als Funktionäre immer zu tun hatten. Weil um die Mannschaft, die war dann ja auch immer ein bisschen skeptisch, hoffentlich klappt das alles. Wir waren damals im kapitalistischen Ausland und dann sollte ja alles bestens laufen. Und so war es manchmal nicht, die waren ein bisschen oberflächlich und da habe ich mich viel engagiert um die Mannschaft herum. Rainer, die schönste Stadt, und das habe ich gar nicht so mitgekriegt, weil ich viel zu tun hatte in der Zeit. Da musstest du dorthin, da kommt da ein Funktionär, da kommt da ein Funktionär. Und so musste ich mich viel um andere Dinge kümmern, dass ich so von der Stadt und so, man hat das mit gesehen, aber so intensiv konnte ich die Stadt nicht kennenlernen. Die schönen Frauen Florenz hast du also nicht gesehen damals? Nein, ja, Alter, die habe ich nie gesehen. In der Liga eher die Füße hochgelegt, wenn ihr wusstet, okay, jetzt am Mittwoch habe ich Europapokal. Nee, es ging auch um Klassenleiter alles. Wir waren damals im Mittelfeld gewesen immer, der Abstand nach hinten, war nicht weiter, war nicht so, mussten wir jedes Spiel gewinnen. Nee, das haben wir nicht gemacht, um Gottes Willen. Das war immer der Vorbereitung für das nächste Spiel gewesen immer, ne? Wenn sich jemand gehen lässt, das kriegst du nicht mehr raus aus dem Kopf. Das kriegst du nicht raus. Deswegen, wenn du die Spiele siehst, wenn sie jetzt manche Mannschaften sich erheblich werden, so, 4-2-3-0, dann hören wir, deswegen geht es weiter. Dann fressen sie jetzt wieder Tore, dann wollen sie weiter Fußball spielen, dann geht nicht mehr, weil Köpfe mal klar sind. Das ist vorbei dann. Du hast ja gerade schon die erfolgreiche Zeit von Sachsenring-Zwickau angesprochen im Europacup. Und mich würde es mal so interessieren, das war ja so 1975, 1976. Wie war denn so die Stimmung in der Stadt? Und mir geht es noch nicht mal um die Heimspiele. Das war ja, kann man sich, glaube ich, so vorstellen, wie die damals war. Wie war das denn bei den Auswärtsspielen? Wurden die im Radio übertragen? Wie habt ihr von den Ergebnissen erfahren? Also die erste Runde gegen Athen war vielleicht noch nicht so ganz im Fokus, aber gegen Florenz, da haben wir schon so ja, dieses Ergebnis so mitbekommen durch die Eltern, dass man dort nur 1-0 verloren hat, eigentlich bei den haushohen Favoriten AC Florenz. Das Rückspiel, ja, das war natürlich dann in Zwickau schon ein Highlight. Das war dann Ausnahmezustand. Der Sachsen hat ja auch nicht gearbeitet. Weil die Spiele mittags waren, ne? Ja, 13 Uhr. 15 Uhr angefangen! Wie war denn das gewesen mit Gästefans im Europacup in Zwickau? Von Florenz waren vereinzelte da, aber hier solche Kittels, wie soll ich sagen, die hatten lange Mäntel angehabt, die konnten rumlaufen, das alles. Das waren, ich hatte mal Vorgesetzte. Ah. Ne? Aus dem Fenster waren keiner da. Ah. Keine. Ich habe damals Florenz gesehen nach Florenz, wo die Ankamen waren, zwei Ankamen. Alle schönen lange Mäntel angehabt, Krawatte, Anzug, rein, Platz geprüft. Also ich dachte, ey, sind das noch welche? Dann gab es die erste auf die Knochen. Ging das los. Wir waren als Mannschaft, eine richtig geschlossene Mannschaft. Hat einer was anderes gekämpft. Das war das Gute damals. Da gab es ja keinen Sturm oder sonst was. Da hat jeder was anderes gekämpft. Also, hier, die Timer, wer wir sind. Können Sie erben, wie Sie wollen. Wir sind nicht bloß die BSG, wir sind nicht mehr Fußball. Wir kochen genauso Wasser wie die. Nicht anders. Anders ging es gar nicht. In Zwickau erlebten dann 38.000 den 5-4-Sieg nach Elfmeterschießen. Elfmeterschießen ist immer ein bisschen was. Muss ich mal sagen, aufregend ist. Bringt dann rein, hält der Torhüter. Gegen Florenz mit Antonioni, mit einem der besten Fußballer Europas zu der Zeit. Das war komischerweise, kurioserweise, den einzigen Elfmeter verschossen hat. Aber sei es drum, wir waren eben weiter. Dann vor das Unterschiede, das wäre irgendwann groß, vor dem Stadion, wenn die Zuschauer kamen, gab es großen Hänger. Da wurden die ganzen Stadtflaschen kontrolliert reingegangen. Und das kann ich jetzt nicht sagen, das ist lange her. Wir haben das nächsten Tag das Beste rausgesucht, sind in der Sauna oder in Spannungsbecken und haben auch wieder schönes getrunken. Heftig auf Folge. Nach der Tat kann man ja auch mal anstoßen. Das haben wir ja verdient gehabt, das war so. Und dann kam Glasgow.